Puh, da bin ich mal gespannt, ob das was wird. Das ist aber schön, ich kann mich einfach zurücklehnen und abwarten, was passiert. Ob was passiert. Oh, und Geld einsammeln, das kann ich machen. Genau, da habe ich was zu tun. So. Es wäre schön, wenn ihr das mit den Eimer-Zombies so aufnehmen könnten, sonst müsste ich mich gleich nochmal nach einer neuen Strategie halten. Locker. Vor allem durch das Stachelkraut bedingt. Ich glaube, das tut denen schon ganz schön weh. Und das tut mir weh, dass ich gerade 10 Euro verloren habe. Krieg ich ja nie wieder rein. Hätten uns vielleicht auch echt Pustepilze mitnehmen sollen. Aber dafür kriegen wir schon bald eine Hagelzucker-Erbsenkanone. Und dann würde ich lieber die Hagelzucker-Erbsenkanone mitnehmen. Ehrlich. So. Flipper lässt aber auf sich warten. Der kommt wahrscheinlich erst, wenn es lustig wird. Wenn wir schon ganz am Boden sind, dann kommt Flipper vorbei und sagt, haha, ich hab dich doch gesehen. Ja, du kommst aber hier nicht weit. Eine riesige Welle von Zombies nähert sich, dann soll sie doch kommen. Ja, das war eine wunderbare Investition, glaube ich. Hihi. Das macht eigentlich ein wenig glücklich, dass so weit noch funktioniert, dass das Stachelkraut noch durchhält. Vielleicht hätte ich die Hochwallnüsse mitnehmen sollen. Die allerdings, wie viel? 150? 125? Auf jeden Fall mehr als 50 kosten. Yippie! Neue Sonnen. Nicht sonderlich viel. Nicht sonderlich viel. Okay. Na gut, dann ist es halt nicht witzig. Gut. Wir können Angriff fortsetzen. Was wird passieren? Ich könnte eigentlich hier schon mal Stachelkraut hin. Oh. Yum, yum. Den nehmen wir gleich mal mit. Jetzt musst du dich auch noch aufladen. Das ist ja nervig. Und dann machen wir den so richtig, ne? Die werden Spaß haben. Ups, da ist meine Brille abhanden gekommen. Habe ich genau gesehen. Da wollte ich gerade zum Optiker gehen. Und dann habe ich gesagt, ne? Hey, sie. Geben Sie mir mal eine neue Brille, weil die alte ist weg. Weil die abgefallen ist. So in etwa. Ja, vielleicht sollten wir dann doch das nächste Mal in Dublinatoren investieren. Hätte ich das Ganze theoretisch nach vorne verlagern sollen. Wofür uns jetzt natürlich die Mittel fehlen. Wird ja auch überall gekürzt. Hey. Nein. Irgendwas ist da schief gegangen da oben. Autsch. Ja, das tat weh. Wenn wir wieder 250 bekommen. Naja, das wird hier aber nicht sonderlich viel. Da muss ich euch mal gerade ausbremsen. Mischt. Das wird kein sonderlich gutes Ende nehmen. Vielleicht? So, wieder ein paar Söhnchen mehr. Zwei Flaggen wieder erfolgreich verteidigt, aber ich habe das Gefühl, mir sind die 50 abhanden gekommen. Das ist ja gemein. So, in was investieren wir? In die, gerade mal eine Hagelzucker-Erbsenkanone. Und 75 übrig. Dann könnte ich ja gleich... nehmen wir den wieder weg. Und lasse ich den da. Ist eigentlich egal, ne? Ob der da bleibt oder nicht. Na gut, wir könnten Schlingtang den Kollegen hier überall reinsetzen oder es lassen. Ich glaube, dann lasse ich das gerade mal lieber. Angriff fortsetzen, auf dass es noch irgendwas wird. Das mit den Holzblöcken war vielleicht nicht die beste Investition, hätten wir lieber Kanonen nehmen sollen. Richtig heftige Wumm, einfach noch ein paar Dublinatoren hin. Das dürfte noch durchschlagkräftiger sein, wenn ich mich da nicht irre. Sonst wäre das halt eine irre kurze Angelegenheit. Das macht mir hier oben ein wenig Sorgen. Das wird immer das Sorgenkind bleiben. Das
Das muss natürlich auch genau da passieren, wo wir weniger Stachelkraut haben. Ob wir da nicht nochmal diskutieren können? Ich will mit deinem Chef sprechen. Mit dem Herrn Gargantua, Oberboss. Ah, nee, das ist ja Herr Zomboss, der in der Chefetage hockt. In der Hocke, versteht sich. Soweit sieht das aber überall noch gut aus. Auch hier oben ist es, na gut, hier ist ein bisschen mehr als hier. Okay, okay. Eine ganz ultra gemeine, fiese Welle kommt und die können darüber klettern, aber ansonsten ist es noch halbwegs in Ordnung. Es sei denn, natürlich ihm fällt sein komischer Kopfschutz nicht ab, dann ist es nicht in Ordnung. Und das da ist auch nicht in Ordnung. Und das, was die da jetzt machen, ist auch nicht in Ordnung. Deswegen würde ich mal sagen, ich habe mich wieder so erschrocken. So, die sind auf jeden Fall echt von der ganz üblen Sorte. Und wenn unser Duplinator das nicht schafft, was er nicht tun wird, dann haben wir verloren. Ehren und würdevoll. Autsch. Du hast 2 Flaggen lang überlebt. Das ist aber ganz schön wenig, ne? Zu wenig. Wir müssen das nochmal machen. Also, die Verteidigung war schon schön, aber ich glaube, das mit den brennenden Holzklötzen ist dann nicht unbedingt so schön. Weil teuer. Es wäre auch zu überdenken, ob wir nicht vielleicht mal ein paar Melona-Pulte installieren. Oder es einfach lassen. So, der ist 25 teurer als der. Also 25 teurer als 3×100 oder 2×100 hier in diesem Fall. Also die Dublinatoren sind schon echt schön. Hagelzucker, Erbsenkanonen auch. Ich glaube, ich mache das einfach mal so. Ja, wir würden zwar 25 sparen, aber ich glaube, ich habe so im Blut, so im Geist, dass die ein wenig härter durchgreifen. Gut, ach, 125 kosten die Hochwallnüsse übrigens. Walnüsse brauchen wir, Zero-Sacko. Die natürlich auch. So, mal wieder durchrechnen. Wir machen jetzt also 2 Reihen davon. Dann haben wir also 12, das macht so geschätzte 2400. Die in diesen beiden Reihen jetzt besetzt sind, also verbraucht sind. Dafür, wie viel war das veranschlagt? Auch so knappe 1200, 1100? Ja, so in etwa. Da, anderthalb, frei. Stachelkraut, genau, da war noch was. Davon würde ich auch gerne wieder 2 Reihen machen. Wir haben also, im Wasser können ja keine platziert werden. Okay, also 2 Reihen oder vielleicht 3 Reihen. Das war vorhin ja oben eine Schwachstelle. Vielleicht sind die deswegen durchgekommen. Wenn wir 3 Reihen machen, dann brauchen wir, hier haben wir 6 und hier unten auch 6, also 12. 1200, dann müssen wir noch so, wenn ich mich nicht irre, 800 übrig haben. Wahrscheinlich irre ich mich da irre. Und so, Schlingen, Tang, ein bisschen davon und... Ja, falls wir zu viel Geld haben, aber das glaube ich mal eher nicht. Wobei wir das dann auch in... Ja, ich glaube, wir machen hier gar keine... Doch, wir machen 3 rein und dann Stachelstein drauf. Ich weiß nicht. Mal ausprobieren. Vielleicht wird das ja mehr als letztes Mal. Kannst du 5 Flaggen lang überleben? Na, ich weiß nicht. Ehrlich nicht. Das werden wir aber herausfinden. Deswegen sind wir ja hier. Glaube ich zumindest. Also ich bin hier. Deswegen. So, alles hingepflanzt. Die bösen Zombies sollen mal bloß wegbleiben. Diese Unholde. Ich brauche euch nicht. Euresgleichen ist doch echt... Das allerletzte. Und natürlich noch einfrieren. In der Kälte des Tages und überhaupt. So, Walnuss davor und hier auch noch eine Walnuss davor. Und ich glaube, davor hatten wir auch noch Walnüsse. Walnüsslies. Aus Nussloch. da staunt ihr wieder. So, hier wird alle zu. Piekt, ja, noch zerpiekt. Wie viele Reihen wollte ich da jetzt eigentlich machen? Reicht das denn? Nö, das wird nicht reichen. Ärgerlich.
Na gut, das sieht aber gar nicht mehr so schlecht aus. Angriff starten. Eigentlich sieht das genauso aus wie eben, nur dass wir hier brennende Holzklötze haben. Und ich nicht weiß, wie durchschlagkräftig die jetzt sind im Verhältnis zu brennenden Erbsen. Tja, let's test. Oh Mann, das ist immer so prickelnd. Die erste Entscheidung fiel ja schon, als ich die Pflanzen hier mitgenommen habe, oder auch nicht so Pflanzen, ist ja Stachelstein, weniger Pflanze, wobei das lebt ja auch. Also doch die Pflanzen oder pflanzenähnlichen Geschöpfe. Naja, und die haben Augen, okay, okay. Ja, und die zweite Entscheidung war dann gleich, wo setze ich die ersten hin? Das kann ich ja nie wieder ändern, es sei denn, ich habe mal zu viel Geld. Dann aber auch nur, wenn ich irgendwo im ferne Russland im Jackpot gewonnen habe und ne, was immer im Spam-Ordner landet. Jetzt wären eigentlich die Sonnenblumen ganz schön, die wenigstens ab und zu mal eine kleine Sonnenblume bringen. Sonne, Entschuldigung. So, Hundsgemeine Welle, genau, euch habe ich doch schon erwartet. Aha, da kommt ihr nicht rüber, ne? Hm, denkst dir so. Die waren aber vorhin auch schon gut dezimiert. So, knabber langsamer, also hier müssen noch Kanonen hin, das hilft nichts. Zum Verlangsamen nützt nicht viel, denn langsamer als langsam werden die vorne ja nicht und die hinten werden nicht getroffen. Au. Was macht ihr denn da, Jungs? Okay, wir müssen da mal ein bisschen härtere Geschütze auffahren. Vielleicht anstattdessen mal eine Hochwallnuss hin. Wie wär's? Aber erst, wenn ihr euren Kopf verloren habt. Und Dublinatron natürlich, aber ich vermute, dass der Plural nicht drin ist. So, erste Flagge erfolgreich verteidigt. Ja, wir können uns genau einen Dublinator leisten, das ist ja episch. So, hier haben wir ein bisschen aufgerüstet. Ach, jetzt können wir keinen Stachelkraut mehr kaufen, weil ich den, glaube ich, ersetzen muss. Oder wir ersetzen ihn nicht und setzen dafür Stachelkraut hin, eiskalt. Und die letzte Seerose noch dahin, wo am wenigsten los ist. Hoffentlich. Also am meisten. Ja, hat wahrscheinlich keiner verstanden, ich auch nicht. Egal. Da hat der Entenmann. Der hat zu viel Enterprise geguckt. Einen großen Entenpreis. Ja. Wie gerne würde ich doch in das. Können wir eigentlich machen. Wenn wir immer 250 bekommen, dann rüsten wir hier das auf und dann rüsten wir hier auf und dann rüsten wir alles auf. Wenn nicht sogar noch ein bisschen mehr. Ja, Hälfte geschafft von dieser Runde. Herzerwärmend. Ich mag es, dir leiden zu sehen. Möglicherweise hätten wir die Walnussfront auch noch etwas nach hinten setzen sollen. Hm. So, wie kommst du mit ihm klar? Ich weiß nicht, ob davor noch jemand war. Das erscheint mir ein bisschen weit. Also, das mag ich nicht. Ne? Ja. Nein. Puh. Ja, nein, puh. Genau. Ja. So, der ist jetzt ganz vorne gewesen. Bekommen jetzt als erster ordentlich was ins Gesicht. Okay, dann war wirklich jemand vor ihm. Da können die natürlich dann nicht so viel ausrichten. Gut, der Herr Eimer hat auch nicht mehr viel zu melden. Diese Schlingtang-Freunde auch nicht. Die sehen so ein bisschen aus wie der Kerl aus, ich weiß nicht welcher Teil, das war auf jeden Fall Fluch der Karibik irgendwas. Na, die haben ja auch nicht mehr so das gewohnte Antlitz, nenn ich's mal. So, Entscheidung gleich wieder. Nehmen wir das Stachelkraut oder was nehmen wir? Da. Also das Böse, ne? Das Böse, das wartet. Ja, ich probiere das mal gerade hier so und hier so.
In der Hoffnung, wir überleben das ganze Prozedere. Für Walnüsse hat es nicht mehr gereicht.